zusammen, Kavaletti. Vielleicht schaffen wir das. Ja. Lucky, hier. Ja, komm. Hier, Kavaletti. Ja, komm. Hier, 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 hier. Und Kavaletti. Hopp, hopp, hopp. Ja. Telefranz und ich erobern Galopp-Pirouetten und tasten uns dadurch ran, dass wir erstmal im Schritt, im versammelten Schritt, Schritt Cavaletti, Schritt Pirouette links, Schritt Pirouette rechts, Schritt Cavaletti, dass dieser fleißige, versammelte Schritt und auch die Hilfengebung in den Schritt Pirouetten schon mal richtig feine Hilfe gut klappt. Dann fange ich an mit den Galopp-Pirouetten, auch gerne auf der Mittellinie, indem ich auf der Mittellinie erstmal zum Punkt galoppiere, kurz vor der kurzen Seite pariere ich durch zum Schritt, Schritt Pirouette wieder angaloppieren. Das ein paar Mal, dass er erstmal verstanden hat, aha, wir galoppieren und drehen uns um in die andere Richtung und galoppieren da weiter. Ich fange erst auf der guten Seite an. Ich weiß, dass es nach rechts ihm manchmal noch so ein bisschen schwerfällt, weil er es fast zu klein machen will. Dadurch bin ich jetzt linksrum angefangen und bin durchpariert zum Schritt, Schritt Pirouette angaloppiert und habe es dann im Galopp probiert. Und das auch ruhig ein paar Mal wiederholen, auch wenn es mal ein bisschen größer ist oder vielleicht mal ein Sprung ein bisschen gleich gesprungen, dass sie erstmal verstehen, was wir überhaupt von ihm wollen und ich ihm das so erklären kann. Dann habe ich es auf der rechten Hand gemacht und zwischendurch ist es wichtig, auch immer wieder Schwung zu holen, mal zuzulegen oder ich gehe auf den Zirkel, nehme nochmal Galopp in Out mit, um wieder den Galopp schön fleißig versammelt zu haben, dass er schön weit unterspringt und nicht zu lange zu kurz galoppiert und dadurch die Galoppade schlechter wird, sondern ein bisschen erhabener im versammelten Galopp. Das habe ich dann auf der rechten Hand gemacht und dann kommt es natürlich zum Schwur. Wenn es auf der Mittellinie gut klappt, kann ich es auch auf der Diagonalen schon machen, dass ich auf der Diagonalen hinreite Richtung X, so wie es dann auch später im Hofpokal zum Beispiel ist. Das wäre ja unser nächstes Ziel für 2021. Hingaloppieren, halbe Pirouette zurückgaloppieren und den Wechsel an der kurzen Seite. Und das ein paar Mal auf beiden Händen. Und wenn ich merke, die Kraft lässt nach, wird es höchste Zeit, dass ich dann einmal die Zügel wieder aus der Hand kauen lasse oder eine Schrittpause mache. Und wir üben natürlich auch an der Versammlung im Trab. Und das machen wir auch gerne über die Trab-Cavaletti, ne? Mit auf halber Höhe gestellten Cavaletti, damit du richtig schön aus dem versammelten Trab dynamisch vorwärts unter den Schwerpunkt mit den Hinterbeinen abfußen muss und sich mit der ganzen Tragkraft schön ausbalancieren muss. Dann wird es aber höchste Zeit für Zügel aus der Hand kauen lassen. Das machen wir natürlich immer zum Abschluss der Stunde. Und ganz sicher ist morgen Sunday, nachdem er sich jetzt 3 Tage am Stück so gut konzentriert hat. Ein Tag haben wir uns auf die Wechsel konzentriert, ein Tag ein bisschen auf Piaffe Passage und die Versammlung. Heute waren die Pirouetten dran mit dem versammelten Trab, sodass morgen ganz sicher mit Walli ein Funday stattfinden wird.